störend und provokant. Riesenhafte Bilder, abgründige Rituale, deformierte Köpfe, verletzte, geschundene Körper. Mit seinen apokalyptischen Visionen provoziert Gottfried Hellenwein Diskussion, Abscheu und Furcht vor Gewalt. Der Maler versteht sich als künstlerischer Anarchist aus Prinzip und will mit der subversiven Kraft seiner Bilder die Welt zeigen, wie sie ist. Das Einzige, was ich will, ist noch reduzierter, noch radikaler, noch kompromissloser zu werden. Und deswegen habe ich mich auch an einen Ort zurückgezogen, wo ich das Gefühl habe, dass ich, wenn ich will, einfach monatelang wirklich an meinen Bildern arbeiten kann. Fernab vom hektischen mitteleuropäischen Treiben hat Hellenwein im Südosten Irlands, einem Land voll von Märchen und Mythen, den idealen Ort gefunden. Das romantische Schloss aus dem 19. Jahrhundert hat der wohlhabende Künstler vor rund einem Jahr von einer normannisch-irischen Adelsfamilie erstanden. Auf dem historischen Anwesen, mitten in der sattgrünen Hügellandschaft Irlands gelegen, findet der 50-Jährige Ruhe und Inspiration. Grafiker und Fotograf hat die ehemalige Kapelle des Schlosses zum Atelier umgestaltet. Irland ist der Platz, den ich immer gesucht habe, komme ich jetzt drauf. Es ist ein Ort, wo ich das Gefühl habe, da kann ich frei sein und unabhängig. Und das war mir immer das Wichtigste. Also Freiheit und Unabhängigkeit, das ist eigentlich das, wonach ich immer gesucht habe. Das ist für mich die Basis für die Arbeit. Und das ist schwer zu finden, aber ich muss sagen, relativ nah am Ideal ist Irland. Es gibt kaum eine Bürokratie, es sind kaum Leute da, nur Kühe und Schafe. Es ist wunderschön. Man ist wirklich, hat das Gefühl, man ist frei. Kein Neid, kein Misstrauen, kein lästiger Amtsschimmel. Vor zwei Jahren ist Hellenwein nach Irland gekommen, innerhalb weniger Tage ganz ohne Bürokratie, sogenannter Irish Resident geworden und genießt seither als produzierender Künstler Steuerfreiheit. Die weiten Hallen und die rund 40 Zimmer des Schlosses bieten nicht nur reichlich Platz für die riesigen Formate, sondern auch für die große Familie. Hellenwein ist vierfacher Vater. Ich habe nicht einen Heimatbegriff, der mit einer Hymne verbunden ist oder mit irgendeiner Landschaft, wie die meisten Leute, auch nicht mit einer Sprache so sehr, sondern für mich ist Heimat immer dort, wo bestimmte Menschen sind, die eine bestimmte Art von Kultur haben. Ja? Also dort, wo Kultur ist, wo Kunst ist, die mich interessiert, dort habe ich eine Art von Heimatgefühl. Und das ist halt leider oder Gott sei Dank nicht konzentriert an einem Ort, sondern es ist verstreut auf der ganzen Welt. Zeit seines Lebens ist Hellenwein ein Getriebener, ständig auf der Suche nach Neuem. Seine Familie ist ihm ein wichtiger Ruhepol. Den Kontrast und die ideale Ergänzung zum idyllischen Leben auf der Insel findet er in der Großstadt. Nach wie vor pendelt der Künstler mit Familie zwischen Irland und New York, wo er seit Jahren ein Atelier hat.
Zu seiner Heimatstadt hatte Hellenwein schon immer ein gespaltenes Verhältnis. In Wien der Nachkriegszeit aufgewachsen, erfuhr er eine strenge katholische Erziehung. Die Stadt empfand er als zu eng, die Gesellschaft als verlogen, das katholische Gymnasium als Katastrophe. Sein Interesse an sozialen und politischen Fragen sowie an der jüngeren Vergangenheit blieben unbeantwortet. Dem rebellischen Kind fiel es schwer, das Schweigen und Verschweigen zu akzeptieren. Schon in den 70er Jahren als Student der Meisterklasse von Rudolf Hausner verstand Hellenwein seine hyperrealistischen Bilder als Protest gegen das Establishment, gegen eine Politik des offiziellen Leugnens. Das hat mich Politik und Geschichte oder eigentlich das, was wirklich passiert, das hat mich interessiert. Ich habe gemerkt, so wie man es mir erklärt, das stimmt nicht. Das war mir immer klar. Ich wollte wissen, was passiert wirklich. Und in dem Sinn bin ich wirklich ein sehr politischer Mensch und das ist der Grund, warum ich zu malen begonnen habe. Lebensunwertes Leben. Das Aquarell malte Hellenwein 1979. Schon damals war ihm bewusst, dass er mit seiner Kunst auf Missstände und Verbrechen reagieren will. Mit seinem Bild, das er in einer österreichischen Zeitschrift veröffentlichte, reagierte er auf die skandalöse Bestellung des ehemaligen Nazi-Arztes Heinrich Gross zum staatlichen Leiter der österreichischen Psychiatrie. Im Zuge der NS-Rassenhygiene hatte Gross im damaligen Krankenhaus am Spiegelgrund Kinder getötet, die er als lebensunwert eingestuft hatte. Erst heuer, 20 Jahre später, kam es zur neunfachen Mordanklage gegen den heute 83-jährigen Psychiater. Und ich bemerke, dass das Bild eine Macht und eine Magie hat. Also mit einem Bild kann man sehr viel tiefer, kann sehr viel mehr bewirken und auslösen als in einer verbalen Kommunikation. Und Bilder haben mich fasziniert und das war eigentlich der einzige Grund. Es war für mich immer eigentlich eine politische Tätigkeit, die Kunst. Und da habe ich bemerkt, dass Ästhetik wirklich auch eine Waffe sein kann und eine höchst wirksame Waffe sein kann. Deswegen sind Künstler auch immer als Erster dran, wenn irgendjemand die Kontrolle haben will, dann muss er zuerst mal die loswerden. Um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, vermarktete Hellenwein seine Kunst in vielen internationalen Magazinen, auf Theaterplakaten und Postern. '85 kehrte Hellenwein seiner Heimat den Rücken und übersiedelte nach Deutschland. Auf dem international orientierten Kunstmarkt rechnete er sich größere Chancen aus. 3 Jahre später löste er in Köln mit seiner Installation Kristallnacht Kontroversen aus. Mit 17 riesigen Fotografien von unbekannten Kindern der 80er Jahre provozierte er ein Nachdenken über Schuld und Unschuld. In der Nähe von Köln bezog Hellenwein mit seiner Familie einen neuen Wohnsitz, der seine Vorliebe für repräsentative, prächtige Bauten dokumentiert. Hellenwein intensivierte seine Bildsprache. Seine fotorealistischen Arbeiten erzielen heute Preise um 1 Million Schilling. Hellenwein, ein künstlerischer Grenzgänger, ob in Stil, Material oder Medium. So sorgte er zum Beispiel am Hamburger Schauspielhaus für Zündstoff, als er Bühnenbild und Kostüme für Johann Kresniks provokante Pasolini-Inszenierung gestaltete. Seine Erfahrungen mit Deutschland hat Hellenwein mittlerweile abgehakt. Deutschland ist ein Land, das ist also so überfrachtet mit die haben den Kontrollwahn, ja? Das sind also einfach totale Kontrollfreaks, das ist ihr Problem, sie wollen alles kontrollieren. Und es gibt so viele Verordnungen und so viele geistesgestörte, kafkaeske Situationen da muss man eigentlich nicht sein.
Steuerforderungen und öffentliche Attacken von Scientology-Gegnern, die ihn mit der umstrittenen Sekte in Verbindung sahen, brachten den Schockmaler Mitte der 90er ins Kreuzfeuer der Kritik. Die Situation verschärfte sich zusehends, als auch noch das Buch Hellenwein und Scientology auf den Markt kam. Geschrieben von seinem Ex-Manager Peter Reichelt. Darin wollte der Autor Hellenweins jahrzehntelange Aktivitäten innerhalb der berüchtigten Organisation nachweisen. Hellenwein bestritt das nahe Verhältnis zu Scientology, klagte und war vor dem Deutschen Verfassungsgerichtshof erfolgreich. Ich wollte immer wissen, was passiert wirklich. Und es ist möglich, wenn man sehr viel liest, sehr viele verschiedene Quellen herholt, sehr viele verschiedene Standpunkte ansieht, mit verschiedenen Leuten redet, auch Leuten, die dabei waren oder sind, wo immer irgendwas stattfindet. Und auch Quellen benutzt, die verböhnt oder verboten sind, ja, besonders die. Und wenn man das vergleicht, Informationen, entwickelt man irgendwann ein Gespür und eine Sensibilität für dafür, wie es wahrscheinlich wirklich läuft. Auf der ständigen Suche nach neuen Antworten beschäftigt sich Hellenwein heute mit Vergleichen der Religionswissenschaft und Philosophie. Sein zwiespältiges Verhältnis zur katholischen Kirche, bedingt durch seine traumatische Erziehung, versucht Hellenwein für sich zu revidieren. Die katholische Kirche hat, neben dem Umstand, dass sie die größte Verbrecherorganisation aller Zeiten ist wahrscheinlich, auch die größte Kunstexplosion bewirkt, die es jemals gegeben hat. Die Renaissancekunst wäre nicht möglich gewesen ohne die Kirche und ohne die kirchlichen Auftraggeber. Und das ist das Faszinierende daran. Und das ist das Abendland. Ne? Der christlichen Gedanken- und Bilderwelt seiner Kindheit ist Gottfried Hellenwein nicht entkommen. Er benutzt sie vielmehr für seine eigenen künstlerischen Ziele. Eine direkte Auseinandersetzung sucht er jetzt auch im gotischen Raum der Dominikanerkirche in Krems. Denn seine Bilder selbst sollen Apokalypse, Offenbarung sein. Thema, das mich immer von meiner ersten Arbeit an beschäftigt hat. Und wenn ich meinen Namen finden wollte dafür, dann würde Apokalypse passen wahrscheinlich. Ja? Das heißt, das ist das, was mich, das ist das Thema, um das meine ganze Arbeit immer kreist und es ist immer wieder der Versuch, sich dem anzunähern. Und ich habe nie eine Wahl gehabt. Also das ist das, was mich immer fasziniert, ist diese Katastrophe. Ja? Gottfried Hellenwein.